Matthias, endlich mal einen Punkt geholt, könnte man fast sagen, oder ist man trotzdem unzufrieden? Ich glaube, wenn man insgesamt den Spielverlauf betrachtet, dann kann man sagen, ist der Punkt gerecht. Die Kickers hatten in der ersten Halbzeit, fand ich, deutlich mehr Torchancen als wir jetzt. Aber wenn du dann natürlich 1-0 in Führung gehst, dann willst du den Sieg auch mit nach Hause oder einfahren und es ist uns leider nicht gelungen. Aber wir müssen uns positiv herausziehen. Wir haben einen Punkt geholt endlich wieder und daran gilt es jetzt anzuknüpfen. Ich habe selten so wenig Chancen von euch gesehen in einem Spiel. Woran lag's? Ja, wir sind einfach nicht in die Räume gekommen. Unsere spielerische Qualität können wir derzeit nicht so auf den Platz bringen. Vielleicht auch dem Platz geschuldet in den letzten Wochen. Aber ja, wir müssen wieder dahin kommen, die Torchancen uns zu arbeiten. Und dann bin ich mir sicher, kommen wir da auch wieder raus. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft aus deiner Sicht? Und ja, wie geht ihr mit der jetzigen Situation um? Viele Verletzte, natürlich eine lange Niederlagenserie, die jetzt etwas gebrochen ist. Ja. Ja, es steckt natürlich definitiv in den Köpfen. Also mir geht es nicht anders da unter der Woche. Man macht sich schon Gedanken drüber. Aber es hilft ja nichts. Kopf in den Sand stecken hat noch nie geholfen. Deshalb müssen wir da weiter Gas geben. Und die Stimmung unter der Woche, die ist definitiv gut im Training. Verletzungsbedingt sind wir zwar dünn besetzt in den Einheiten, aber die Stimmung, die passt definitiv. Über ja, welche Dinge versucht ihr die Hoffnung aufrechtzuerhalten? Einfach, weil wir unsere Stärken wissen. Wir wissen, welche Qualitäten wir haben, was wir können. Wir haben es schon gezeigt, die meisten Spieler haben Regionalligaspiele letztes Jahr einen Haufen gemacht. Und davor waren wir auch schon so zusammen, als wir aus der Oberliga aufgestiegen sind. Und wir müssen einfach weiter an uns glauben. Und vielleicht kommt der eine oder andere Verletzte wieder zurück. Und ich bin mir sicher, dass da wieder positive Ergebnisse eingefahren werden in den nächsten Wochen. Euer nächster Gegner ist FV Ravensburg. Gegen diese Mannschaft gab es ja im Hinspiel einen etwas kuriosen Spielabbruch. Wird das irgendwie das Spiel überschatten? Oder was kannst du uns sonst über das bevorstehende Spiel sagen? Nee, überschatten glaube ich nicht. Also, wir machen uns da keine Gedanken darüber, wenn wir da hinfahren. Und vielleicht ist noch ein Quäntchen Wut in deren Bauch, aber das braucht uns nicht interessieren. Wir fahren da nicht hin, um uns aufzugeben, sondern um wieder 3 Punkte zu holen und alles nur das zählt. Matthias, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Danke, ebenso, alles Gute.